Und willkommen zurück zu Hellblade. So, alle drei Runen gefunden, würde ich sagen. Und weiter geht's. Ich denke mal, dass jetzt Boss-Time ist, Leute. Okay, wir müssen ein Stockwerk tiefer her. Und dann müssten wir eigentlich schon dort sein. Und wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich übrigens natürlich sehr, sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Wie ihr Bock habt. So, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal da rein. It's a trap. The beast is coming. What the fuck? Ich renne einfach mal. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillion. Okay. Okay, ich muss anscheinend die Seele finden von Dillion in Form seines Hauptes. Ich denke mal, dafür müssen wir auch an dem Boss vorbei. An dem komischen Vieh, was wir gerade gesehen haben. Okay, das Biest ist unten. So, wo sind wir denn jetzt hier? Da vorne ist auch wieder ein Zeichen. Und ich denke mir mal, wenn wir jetzt da durchrennen, da wird unser Feuer weg sein. Oder auch nicht.
links und rechts hoch. Okay, erledigt. Okay, gibt's irgendwo Feuer? Okay, hier geht nicht weiter. Geht's hier weiter? Hier könnte es weitergehen. Okay, hier muss es irgendwo sein, es zeigen. Könnte das sein, oder? Das Zeichen? Sieht doch fast so aus, wie das Zeichen, oder? Okay, muss weiter wegstehen. Naja. Ah, ich war schon an der richtigen Stelle. Okay, dann schau doch mal, ob jetzt der Boss kommt. Unser Ding natürlich wieder aus. Ich renne einfach mal. Her father tried to help her, but she wouldn't listen. He was doing his best. She never ever listens. Why didn't she listen to him? Trying to help.
He was trying to save her from the darkness. Zinbel was right. Zinbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. And now everybody is dead. Because of her. All her fault. All her fault. She was so weak. She should have known. Schon wieder ein Zeichen. Ich glaube, den Boss sieht ihn noch ein bisschen hier. Aber wir kommen natürlich immer tiefer unten, nach unten. Das ist Seil. Kann man hier was machen? Okay, muss wahrscheinlich wieder hier durch. Dann hat man natürlich keine Fackel. Kein Plan, wo ich hin muss. War mir klar. Okay. Was muss ich da machen? Sigurd kills the dragon. Brienne wants to keep Fafnir's gold all for himself. Brienne also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Wie kriege ich denn das da rauf? Ich muss irgendwie da oben die Fackel anmachen. Aber wie? Ich komme hier nicht durch.
Hier ist ja auch nichts. Geht aber auch nichts. Also irgendwas hat's mit dem. Ich muss irgendwie das Wasser da stoppen, aber wie? Ich muss irgendwie da auf die andere Seite rüber. Okay, also hier geht's auf jeden Fall nicht. Ich muss da hinten irgendwie rüber. Hier geht's weiter. What's she doing? She's lighting a torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. What's her plan? What's she thinking? How's she going to get there? Okay, wenn ich jetzt hier das... Okay, muss ich mal probieren. Wir
Ob ich jetzt nicht dort rüber kann? Die Brücke runterlassen und dann die Fackel wieder anzünden? Ich habe jetzt eigentlich dort hinten ein Licht. Das war der... okay. Das war das Rätsels Lösung. Na, hätte ich ja lange suchen können hier. Okay, aber... Jetzt könnte ich dann nämlich normalerweise da oben das Feuer anmachen. Und somit würde das M dann zum Vorschein kommen. So, wo geht's jetzt hier weiter? A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild the Valkyrie. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, was hier in dem Loch unten haust. Ich denke mal, das wird der Boss sein. Aber wie gesagt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist sehr, sehr spannend gerade. Genau, dann würde ich sagen, ciao, ciao.